Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir quatschen hier gleich mal weiter mit dem Walter. Das glaube ich aber auch. Nur Eisel. Was ich? Die bin ich sowieso hier zum Befatschberiacht. Denn dann ja einfach mir mehr Possible. Er hat anscheinend was gemalt. Ob es im Keller Schnaps hat? Adia, Korporal Wald. Relaschau! Geh mal gucken nach deinem Schnaps. So, mal schauen, was er gemacht hat. Hier liegt eine Geiß. Achso, ich wollte sie eigentlich streicheln. Darf ich leider nicht. Ansonsten nicht viel verändert. Oh, hier. Er hat einen aufgehangenen. Da hängt jemand. Ist doch bestimmt der Maler. Also ja, der recht große Künstler ist er nicht. War bloß ein Strichmännchen. Aber dort hängt er mit Kerze in der Hand. Ich dachte mal, dass es der Maler ist. Aber ja, der hatte doch so einen Bart, ne? Ja. Okay, habe ich verstanden. Muss ich wieder weggucken? Passiert da noch was? Wir können hier selber nichts mehr dran ändern. Das kennen wir schon. Nee, irgendwie nicht. Na gut, wenn das so einfach war, aber dann sind wir ja anscheinend doch nicht die Einzigen, die die Gabe besitzen. Sondern irgendwie alle hier. Ich weiß es auch nicht. Ich blick da noch nicht so ganz durch. Wir legen mal kurz eine Speicherung ein. Ich hatte nach der letzten Folge nicht nochmal gespeichert und musste jetzt nochmal eben 2-3 Minuten nochmal neu spielen, um überhaupt wieder hierher zu kommen. So, Walter. Kommst nicht hier rein, ne? Ja, du wolltest doch nachschauen. Aber wir haben auch keinen Griff bekommen. Leckt gerade etwas, es tut mir leid. Wir können uns nochmal eben im Haus umschauen. Wir haben leider keinen weiteren Kaffee gekriegt. Darum hier ein Bild von Florina hängt. Auch alles ein bisschen merkwürdig, aber auch hier oben. Wollte ich jetzt bloß nochmal gucken, aber hier ist ja jetzt auch nichts Neues dazugekommen, ne? Weiß nicht, ob das jetzt heißen soll, dass wir nochmal zur Brücke sollen. Wir da was mit ihm anstellen können, aber vielleicht den Griff oder sonstiges einstecken hat. Was haben wir denn aktuell als Quest? Stallbrandgemälde zerstören, Giovannis Haus. Wir sind in Giovannis Haus und das Stallbrandgemälde wird aber im Keller sein. Das heißt, wir brauchen den Griff dafür. Den er vermutlich einstecken hat. Das heißt, zur Brücke zurück und irgendwie ihm am Seil hochziehen und die Taschen leeren. Wäre zumindest jetzt gerade das Naheliegendste. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Jetzt lasst mich mal überlegen. Wir kamen doch hier hinten aus dem Haus raus und zur Brücke hin. Schauen, ob wir hier was machen können oder ob wir jetzt umsonst mal einmal zur Brücke gelaufen sind. Cisco, Maestro. La causa è semidata di boia large. Hör hier, gruselige Sachen. Curtin, mi veglia mi. Alter Freund, ist klar, ne? Alter, was ist das? Kann aber nicht nach rechts gucken. Oh. Hier kommt auf jeden Fall irgendwas von rechts, ich hör's doch. Florina ha meutat. Forse ci so. Forse spiegato. Entscheidung, Seil durchschneiden oder ihn raufziehen. Überlege genau, was du sagst, deine Entscheidung wird Konsequenzen haben. Ich glaube, wir müssen jetzt entscheiden, wen von beiden wir retten.
Aber wenn wir das Seil durchschneiden, ist er weg. Dann hat er gesagt, dann wirst du nicht in den Keller kommen. In dem Keller soll das Stallbrandgemälde, Gemälde sein. Das heißt, wenn wir durchschneiden, werden wir wahrscheinlich unseren Opa verlieren. Und wenn wir ihn heraufziehen, wird er uns vielleicht Florina bringen. Nee, jetzt habe ich Quatsch erzählt, glaube ich. Also wenn wir durchschneiden, können wir nicht in den Keller. Opa tot, Florina da. Wenn wir ihn raufziehen, kommen wir in den Keller. Opa da, Florina vielleicht tot. Aber ich möchte ihn eigentlich sehr, sehr ungern heraufziehen. Wird ihn lieber durchschneiden, aber es könnte sein, dass wir dann unseren Opa verlieren. Ach Mist, aber allerdings war es halt auch... Ich glaube, es ist nicht gut, wenn der länger am Leben bleibt. Ist eh ein Wunder, dass er noch lebt, aber... Ich würde eher durchschneiden sagen. Am Ende ziehen wir ihn hoch. Und er verarscht uns und bringt uns gar nichts. Adieu, Giovanni. Ob das die richtige Entscheidung war? Die brennt viel mehr. Ich höre ja aber auch die ganze Zeit. Das ist halt die Frage, aber ich höre doch die ganze Zeit hier irgendwelche flussabwärts Giovanni finden. Okay, ja, wir können anscheinend trotzdem zu ihm hin. Was höre ich denn die ganze Zeit für gruselige Geräusche hier? War das nur der Wind, der pfeift? Aber ich glaube eigentlich nicht. Oh oh. Bitte keine komische Musik. Gut, vielleicht haben wir ja wirklich Glück und finden ihn. Wir selber in den Fluss können. Wird das mal lieber lassen und wir laufen oben lang. Ja, vielleicht haben wir ja wirklich Glück, finden ihn, haben den Schlüssel. Ansonsten muss halt mal ein Brecheisen ran, ich meine. Das ist bloß eine Holztür. Kriegen wir schon irgendwie klein. Sollen wir mit der Seilbahn fahren? Die uns da runtergebracht? Glaube, ne? Kommt die jetzt oder kommt die nicht? Aber sonst kommen wir nicht wirklich flussabwärts. Aber wenn ich den Knopf drücke, passiert halt auch einfach gar nichts. Müssen einmal um den Zaun rumlaufen. Schon wieder so ein Ding. Aber hier scheint es erstmal ruhig zu sein. Kommen wir hier flussabwärts? Nicht wirklich. Da unten ist ja der Weg, aber das war schon die Seilbahn. Aber ich glaube, da wodurch, dass wir die schon mal benutzen. Obwohl, nein, die Seilbahn. Da hinten steht jemand, oder? Nee, es ist bloß ein Stern von einem Gebüsch. Okay, bin ich beruhigt? Naja, wir gucken mal. Wir werden schon nicht runterfallen. Wir werden schon einen Weg finden. Ach stimmt, hier ging es runter. Warum wir nicht hätten einfach hochziehen können und dann verprügeln. Wir haben auch ein Gewehr dabei. Hätte doch so viele Wege gegeben. Ja, ich glaube, die Seilbahn ist einfach nicht oben, weil wir hier schon mal runtergefahren sind. Da steht jemand. Ah, das ist wieder bloß so eine Figur. So, gib mir deinen Schlüssel. Forse sto essi mirata Florina a von concurir malek. Aber lui sve si essermi mettat, pietà, to che son puspecchiavo ne vos.
Lorina retten, dunkle Kapelle oder Großvater retten. Nö, steht nicht da als Quest. Ich hätte gedacht, wir haben jetzt nochmal die Entscheidung. Aber die Frage stellt sich gar nicht. Wir retten natürlich unseren Großvater. Klar, ein ethisch gesehen kleines Kind gegen Rentner. Aber es ist unser Großvater und Florina fand ich schon immer gruselig. Die ist in unser Haus eingebrochen oder in das Haus von unserem Opa. Und saß da einfach rum. Und bis auf ein paar kleine Zeichnungen hat sie uns eigentlich nicht groß weitergeholfen. Oh, hallo Geist. Kann man dich streicheln? Ja. Immer schön mit der ekligen Hand. Also wir gehen jetzt definitiv erstmal hier ans Häuschen und gucken, was wir da regeln können. Loco? Präsentale Buis? Ja, ich bin hier, Keu. Präsidatat. Na, nicht in Temps. Jeremia sagt jetzt noch ein bisschen mehr Funk. E la viu in che io usa la caplotta con Florina. Va immediati la caplotta, qui come on! Gaue mi di una falla. Gaue mi di una falla. Das Spiel lässt mich gar nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt einen Griff darstellen soll, aber es ist ja das, was wir aus einer Dings geholt haben, aus seiner Tasche. Das Spiel lässt mir keine Wahl. Übers Haus selber gab es ja keinen Weg dort rein. Können wir noch die Tür zumachen? Ich leg mal noch eben eine Speicherung rein. Nö, von hier gab es keinen Zugang zum Keller. Na gut, anscheinend haben wir doch keine Wahl. Wir hätten es vor uns bloß entscheiden können, ob wir ihn leben lassen oder abschneiden. Aber effektiv, wir haben ihn abgeschnitten. Und konnten trotzdem noch in seine Tasche rein. War denn das doofe Tor? Moment, ich bin gerade wieder ein bisschen doof. Ach, hier unten. Ich glaube hier hinten, ne? Ja. Ja, von daher war es ja gar nicht so verkehrt. Ist jetzt natürlich die Frage, ob er mit dem alten Mann geredet hätte, dass er Florina an der Kapelle jetzt in Ruhe lässt. Aber das mag ich bezweifeln. Wer einmal lügt, den holt man nicht mit dem Seil hoch. So. Dann fahren wir mal zur Kapelle. Waren wir lange nicht. Mal gucken, ob wir Jeremias nochmal sehen. Aber wenn er ja gerade gefunkt hat, wird er bestimmt in der Nähe sein. Ah, oder die Entscheidung wäre jetzt halt gewesen, wenn wir ihn nicht abgeschnitten hätten, hätte es vermutlich nicht so lange gedauert. Gott, was war das? Dann hätte es vielleicht nicht so lange gedauert und Walter hätte uns in den Keller gehen lassen. Ah, könnte natürlich auch sein. Ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt falsch entschieden habe. Eigentlich wollte ich gerne Großpapa retten, aber egal wie es kommt. Mutig waren wir trotzdem. Tja, ich glaube, es neigt sich langsam dem Ende. Aber ich freue mich auch mal wieder im ersten Gebiet zu sein. Waren wir lange nicht, vor allem in der Kapelle. Gefühlt ist das irgendwie schon wieder 50 Folgen her. Dabei waren es gar nicht so viele. Jeremias, es brennt. Führ uns zur Kapelle. Ich weiß zwar wohin, aber bleib trotzdem mal in deiner Nähe. Oh oh. Gott wird uns schützen. Gut, wir gehen mal runter, ne?
glaube nicht, dass wir jetzt hier noch länger warten. Ich sollte mich zuerst hier umsehen, okay. Bisschen Munition gab es noch. Das sind doch alles Kinder. Kann ich nochmal mit... Ah, wir können nochmal mit ihm sprechen. Du Gottinst die buone Vosel, aber wo du penso? Ma gudi, du Gott chancest dir schon ja mir wofan. Ja, so kupeschel de quai. Ja, spazieri tai, die asi ne buona olma, scotti un ta. Quescia, ja sai che mutate il buon sogno. Oh no, oh no, c'è, oggi mi faccio di me. Pures de pigliael. Ciao, prendi quai. E vengi data in conto delle spussonze del Laus. Okay. Ja, es ist ein ganz schöner Schisser, muss man sagen. Lass mich nochmal überlegen, wo wir hier lang mussten. Der Tunnel ist zu, das heißt, wir können nur mit der Seilbahn fahren und müssen dann wieder hochlaufen. Dann wird das wahrscheinlich der Weg sein, den wir gehen sollen. Aber wir kümmern uns natürlich darum. Da hinten ist noch ein Strohmann. Fahren wir jetzt genau zu dem hin? Ne, der ist da hinten. Gut. Ja, er hat uns natürlich gesehen. Ach, hier ist einer. Ach du Sch... das ist ja mal richtig fies. Ah, okay, wir haben ihn überfahren. Was war jetzt? Wir sind einmal hochgesprungen. Oh, oh. Nicht verbrennen, bitte. Ist doch gut. Ist doch gut. Wo kommen wir denn hier hoch? Hier kommen wir hoch. Doch eigentlich immer hier oben den Weg lang, ne? Darf ich hier nicht lang? Ach, hier ist ja noch einer. Shit. Aber ich glaube, wir sind schneller. Wir können einfach wegrennen. Das ist echt das Beste gegen die. Und schnell zur Kapelle. Ich bin echt gespannt. Ach, hier ist auch zu. Na, besten Dank auch. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Dann gäbe es nur noch hinten den Weg über den Friedhof. Dann müssen wir jetzt hier natürlich nochmal an allen Strohmännern vorbei. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee. Wir werden vielleicht uns einfach unser Muffel rufen. Das ist nämlich schon wieder der nächste. Ach, shit. Hör zu. Wir beruhigen uns jetzt erstmal ganz kurz. Dann würde ich nochmal eine Zwischenspeicherung einlegen. Und wir rufen unser Muffel und fahren hier einfach einmal querbeet wieder über alle rüber. Das war einfach der beste Weg, den es gibt für die Strohmänner. Mit den Imkern hätte man das mal noch versuchen können. Scheiße. Wenn die Türen öffnen? Nee. Mist, jetzt hat er uns den Weg zum Muffel versperrt. Schweinebacke. Einen anderen Ausweg gab es ja aber auch nicht. Ich sehe leider auch nicht, wo er hin ist. Schnell ins Muffel. Da ist er. Fahr los, fahr los, fahr los. Und runter hier. Ach du Scheiße. So, jetzt nehmen wir mal Anlauf. Kommen die lang? Ja. Wir müssen die jetzt ausrotten. Es bleibt nichts anderes übrig. Zwei hier gleich. Erstmal dich. Dann wieder weg hier. Und den gleich beim ersten Mal erwischt. Und zack. Und nochmal. Geh weg mit deinem Stroh. Bam.
Aber ich hätte es hier dann... Ah, da ist er noch. Ich hätte es dann doch mal ganz gerne hier komplett gesäubert. Zack. Der hat gesessen. Dass wir uns hier auch mal ein bisschen in Ruhe zur Kapelle begeben können. Ja, ich bin mal gespannt, was uns erwartet und das sehen wir dann in der nächsten Folge. 12 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Danke fürs Zuschauen, bis dahin. Macht's gut.